Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Als wir das letzte Mal hier waren, haben wir jetzt ja vor dem Rat gestanden und müssen jetzt ja, sag ich mal, beweisen, dass wir mit den Anschuldigungen gegen Saren im Recht sind. Also würde ich mal meinen, ab in die unteren Bezirke und mal sehen, was wir da so zu erwarten haben. Weil die Beschreibung, die wir von Koras Nest bekamen, ist ja Herz allerliebst. Aber erstmal hier, wenn ich die Möglichkeit zu hab. Ich kann sogar direkt nach Koras Nest reisen. Das trifft sich ja gut. So, dann wollen wir mal sehen. Oh, Auftragskiller, wie nett. Mal sehen, was benutze ich denn. Gehe ich mal mit der MG. Gut, hat Caden uns ihn geworfen. Das waren Sarens Männer. Aber die haben nichts getroppt. Nee, leider nicht. Und dann wollen wir mal sehen, ob uns da noch was erwartet. Nee, sieht nicht so aus. Hätte durchaus sein können, dass wenn die vorm Club auf uns warten, die auch im Club vor uns warten, aber scheinbar nicht. Commander! Was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Stell dich nicht so an. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ah, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert, auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Kommt drauf an, auf welche Art. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen her habe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Wo der Elkor ist, wissen wir ja. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so auf... Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin noch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Und das war ein Kroganer. Und den Guten werden wir nachher auch noch ein bisschen ansprechen können und vielleicht überzeugen wir ihn ja, sich uns anzuschließen. Aber nur vielleicht. Allianz, Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. So, hallo und wieder zurück. Ich wurde gerade irgendwie aus dem Spiel rausgekickt und ich wusste nicht weswegen. Aber, ja, egal.
Also, Säufer, kannst du mir helfen? Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Von was redest du? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Und woher willst du das wissen? Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Ekelhaft. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Deswegen bin ich aber nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir! Nein, Sir! Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir! Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Er hat sich seinen Rang verdient. Der Captain ist ein guter Soldat. Sicher, ist ja auch egal. Stecken Sie ihn in einen Anzug, heften Sie ihm Medaillen an und nennen Sie ihn einen Helden, wie alle anderen. Aber warum haben ihn die Spectres rausgeworfen, wenn er so toll ist? Warum fragen Sie ihn das nicht mal? Tja, gibt's dem anderen die Schuld, wa? Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie ist es, für die Zitadellsicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Exekutor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlungen. Die Zitadellsicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen? Ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen, ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd. Wenn du so eine Scheiße machst, hast du es verdient. Sie sind gut weggekommen, wenn Sie mich fragen. Was wissen Sie denn schon? Die Arbeit für die Zitadellsicherheit gleicht nicht der eines Marines. Die Leute regen sich auf, wenn wir jemanden erschießen. Untersuchungen, Anfragen, Regeln, Bestimmungen. Ich kämpfe mich jeden Tag durch Berge von Papierkram. So muss man sein, um diesen Job zu machen. Also erzählen Sie mir nichts über richtig oder falsch. Ihr Soldaten habt's leicht. Und was weißt du über Garrus? Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Exekutor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Exekutor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Ich verschwinde. So, haben wir unsere Zeit mit dem Säufer genug verschwendet? Aber dann fragen wir mal den Kruganer, was der andere Kruganer mit ihm besprochen hat. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Was hat der andere Kruganer gewollt? Rex? Persönliche Angelegenheit. Nicht gerade gesprächig, was? Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. So, da hat uns nicht sonderlich viel über Rex gesagt. Und dann wollen wir mal sehen. An sich haben wir in dem Club ja, glaube ich, alles gemacht. Warum hat Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich... Dass die immer die Gespräche aufhören, wenn man einen Bezirk verlässt, beziehungsweise betritt. So. Mal sehen, wo kommen wir hier hin? Zu den unteren Märkten.
wäre schon mal ein ganz guter Anlaufort. Dann mal sehen, was hast du denn zu verkaufen? Oh. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ja, brauche ich. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Standardobjekte. Weil ich will ja hier die einzigartigen Gegenstände. Das ist zu teuer. Eine Safe-Lizenz können wir uns aber locker leisten. Und das Granaten-Upgrade ist auch viel zu teuer. Das kommt dann beides später. Du verkaufst nichts, du auch nicht. Können wir hier überhaupt noch mit irgendwem reden? Sieht nämlich irgendwie nicht so danach aus. Dann gehen wir mal ein Stück weit nach oben, weil dieser Markt hat ja noch eine zweite Etage. Wie gesagt, Lizenzen, all den Kram will ich halt möglichst. Wow, Sie sind es. Mit dem sprechen wir gleich. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Was kannst du mir über die Kolonien sagen? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was kannst du mir über Noveria sagen? Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Wir haben ihre eigenen Lieferanten. Was mit Ferros? Ich möchte mehr über Ferros wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die ersten, die dort siedelten. Aber bisher die letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja. Es wird ihm bestimmt gut gehen. Dann zeig mir mal deine Waren. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Der muss mit seinem verkackten Anzug so viel Luft ziehen. So. Hier eine weitere Lizenz. Die normalen Items kaufe ich halt nicht, aber sprechen wir ihn mal an. Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Kam mir aber ein bisschen weniger vor. Es gibt so viele Gerüchte. Ich war zu beschäftigt, um sie zu zählen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Ja, warum nicht? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke! Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals! So, und die Quest wird noch ein bisschen häufiger kommen. Beziehungsweise er. Aber ja, darum können wir uns erst kümmern, wenn wir ein bisschen weiter in der Story fortgeschritten sind. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Interessant. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Nee, sieht nicht so aus. Hier haben wir dann das nächste Transit-Modul. Aber wir wollen hier jetzt ja noch nicht weg. Also mal weiterschauen, was haben wir hier? Komm, geh auf.
Und da. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Ja, was denn los? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Natürlich. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe Ihre Akte gelesen. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann, dann die Heldenfigur des Skylianischen Angriffs. Das werden wir leider noch viel zu oft hören. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. So. Ganz schön riesig. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir? Das ist keine Station. Das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Der Rat vertritt mehr Rassen, als ich dachte. Kein Wunder, dass sie vorsichtig mit Neuankömmlingen sind. Vielleicht wollen sie einfach nur alles am Laufen halten. Es muss harte Arbeit sein, all diese Kulturen miteinander zu vereinen. Vielleicht mögen sie auch nur keine Menschen. Was gibt's da nicht zu mögen? Wir haben Ozeane, wunderschöne Frauen und dieses Gefühl namens Liebe. Gemäß der alten Videos haben wir alles, was sie haben wollen. Wenn Sie glauben, dass ich mich jetzt in einen Minirock und Lackstiefel werfe, will ich erst zum Essen ausgeführt werden. Sir. Das wäre dann genug, Chief. Beruhigen Sie sich wieder, Lieutenant. Ich kann Sie mir sowieso nicht im Rock vorstellen. Und da haben Sie verdammt recht. Abmarsch bereit, Sir. So, dann mal schauen. Wo gehen wir denn hin? Da hinten, denke ich. Weil das sollten wir dann ja wen finden. Und zu der Situation, die wir da gerade eben hatten, sage ich mal nichts. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund oder... Wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. So, dann mal weg mit den Jungs. Was heiß läuft. Den treffe ich von hier zwar kaum, aber egal. Und hier rüber kann ich nicht. Komm, geh mal aus der Hocke raus. Und das war das. Falscher Knopf. Die haben mir aber auch nichts fallen lassen, leider. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Das war ziemlich gefährlich, was du gemacht hast. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wir können Sie beschützen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Eine Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war.
Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie denn hin? Weil das hört sich interessant an. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Hast Beweise dafür? Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Da müssen wir sie auf jeden Fall finden, wenn wir den Rat überzeugen wollen. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Und warum hassen Sie Saren? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Dann willkommen an Bord. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Dann kümmern wir uns auch mal um ihn. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. So, wir nehmen ihn dann mit. Nehme ich mal die beiden mit, weil einen reinen Soldaten brauchen wir ja nicht, weil das ist ja meine Rolle. So. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist soweit auch wieder rum, also sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect.